Hi Leute, bevor das Video beginnt, habe ich noch eine Ankündigung zu machen, die mehr oder weniger wichtig ist, für meinen Kanal in Zukunft auf jeden Fall wichtig. Ich habe vor, eine Veränderung zu machen, denn genauso wie bei Galileo habe ich mittlerweile auch etwas die Motivation oder die Lust an YouTube-Kacke verloren. Vor allem immer neue Videos zu finden, neue Ideen zu haben, irgendwie lustige Videos zu machen, fällt mir in letzter Zeit etwas schwer in dem Bereich. Viele sagen auch, dass bestimmte Sachen ausgelutscht sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neues Marcel Davis Video mache, dann kommentieren immer viele unten drunter, dass das Ganze ausgelutscht ist und so. Außerdem hatte ich auch noch vor, meinen Kanalnamen zu ändern. Denn, wie ihr wisst, beinhaltet ja mein Kanalname ein Name von einer anderen Person, die ich eigentlich an sich gar nicht kenne, und Wevo hinten dran. Und ich würde das Ganze gerne etwas personalisieren. Auf jeden Fall habe ich Lust, eine kleine Content-Änderung zu machen, vielleicht mehr Videos mit Stimme, aber nicht nur YouTube-Kacke. Ich würde gern mich ein bisschen entfalten können, ein bisschen mehr meine Kreativität ausleben können. Deshalb, ich würde auch erst gerne meinen Namen ändern. Mal sehen, es könnte sein, dass irgendwas, was euch jetzt komisch vorkommt, irgendein Eigenname kommt, aber ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich werde selber noch ein bisschen rumüberlegen. Vielleicht habe ich ja zum Zeitpunkt des Videos schon einen neuen Namen, aber ich denke noch nicht. Ihr könnt auch gerne Vorschläge in den Kommentaren abgeben. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Und wie immer soll das Video keinen angreifen oder verletzen. Es ist überhaupt nicht ernst gemeint. Und ich hoffe, dass auch keiner es zu ernst nehmen wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Schlaf ist genauso lebensnotwendig wie SS und Scheiße. Warum das so ist, wieso Menschen und Tiere überhaupt scheißen, das ist noch immer eines der bedeutendsten, ungelösten Rätsel der abstoßenden Wissenschaft. Ist verhaftet. Viele Tiere scheißen täglich viele Stunden lang und essen dabei auch ihre Scheiße. Sicher ist, die meisten Tiere scheißen und viele haben erstaunliche Scheißtechniken im Techniklaufenschirr. Eine der überraschendsten Arten zu fieken ist Vögeln. Normalerweise heben Vögel ab, vielleicht sind sie deshalb so abgehoben anders als ich so. Scheißen und fieken können zusammenhängen. Aber oft hat es ganz andere Gründe, wenn ein Tier sich nicht bewegt. Diese Webspinne der afrikanischen Gattung Sikai kann Stunden oder sogar tagelang einen erregten Stängel haben und selbst nach Tagen oder Wochen totaler Erregung kann sie blitzschnell vögeln, wenn es darauf ankommt. Doch Mauersegler können das nicht. Ihre kurzen Stängel sind nur dazu geeignet, sich mit Mauerspalten zu paaren, um in die Luft zu kommen. Kommen sie in die Luft und um zu fallen, lassen sie sich aus einer erhöhten Position fallen. Sobald ein junger Mauersegler das Nest verlässt, lässt er sich in die Luft fallen und wird dann sterben. Bei einsetzender Abenddämmerung fliegen sie höher und höher, bis zu 2 Meter. Hier müssen sie Angst haben, an Raubtieren zu stoßen. Tiere, wie zum Beispiel Flusskarnaken, haben dem längsten, also keine natürlichen Feinde und scheißen oft. Doch sie haben Probleme beim Kacken. Aufgrund ihres großen Gewichts haben sie Durchfall. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Vögel leben. Wie das möglich ist, darüber streiten sich die Experten noch. Kraniche haben Krebs, doch Karnaken fressen Kraniche sozusagen auf Vorrat und haben dann auch Krebs. Das ist fraglich. Wie auch das möglich ist, darüber streiten sich die Experten noch. Vielleicht sind sie ja vollkommen dumm. Mittlerweile weiß man, dass alle Karnaken eine Uhr besitzen, um dann damit zu flexen. Biologen und Schlafforscher sind sich bis heute nicht sicher, warum Karnaken überhaupt flexen müssen. Ursprünglich nahm man an, dass sie kein Gehirn haben, aber so einfach ist es nicht. Was also löst es dann aus? Darüber streiten sich die Experten auch noch. Flexen ist auf jeden Fall lebensnotwendig. Und er ist viel mehr und viel komplexer als nur eine Uhr. Alle Karnaken mussten Wege finden, sich dieses Grundbedürfnis zu erfüllen. Egal, ob sie dafür in dem Knast müssen oder die Gehirnhälften schlummern dürfen. Ob Jäger oder Gejagte, Waldmenschen oder Karnaken. Alles ist scheiße. Anders als ich so.